Auf geht's! Moin Leute, neue Runde, neues Gastreplay. Und Glück natürlich. Der Tankinator, 02, fährt ein tolles Fahrzeug. Viele kotzen über den Panzer ab. Ich finde den super geil, weil für Tier 4 eine 7,5 Kanone ist schon cool. Und sie schießt sau schnell und hat einen halbwegs gescheiten Durchschlag. Ich finde den deswegen toll, weil ich natürlich zu Beginn tausende Gefechte nur Jagdpanzer gefahren bin und dementsprechend weiß, dass man den hier genauso handhaben muss. Also vorfahren ist natürlich dann der Tod, weil man hat keinen drehbaren Turm großartig. Und die Kanone ist so weit außen, ähnlich wie im Hetzer, nur noch weiter außen, dass man sich perfekt hinter dem Felsen verstecken kann. Also noch geiler geht's nicht. Man kann alles wegsnipern mit so einer Geschwindigkeit. Das geht total ab. So, mal schauen, was er hier so treibt. Artillerie haben wir eine, ein Sturmpanzer 2 und eine Su-26. Der Gegner. So, ja, genau solche Stellen hier. Ne? Fast alles ist verdeckt. Was den Nachteil hat, da oben der Turm guckt immer ein bisschen raus und da trifft man ganz gern mal und da ist immer einer von zwei Richtschützen kaputt. Also tot. Ja, der braucht zwei. Dann aimt er halt ein bisschen länger. Ansonsten ist das wirklich eine super Maschine. Und einer von 500 Schüssen bounce doch mal. Jetzt will ich aber auch gerne mal hier ein paar Schüsse sehen. So, oh hier, perfekt. Ein kleines Opfer ohne Busch. Ja, man sieht das sehr schön. Die Panzerung guckt vorne raus. Also man sollte ab und zu mal die Panzerung auch drehen, also die Kamera. Und schauen, ob man auch wirklich von vorne verdeckt ist, nicht von hinten. Weil der Gegner ist natürlich hinter einem. Oh, ein Gegenstück. Ja genau, schießt da mal drüber. Ach, so schnell kann man ja gar nicht hier ballern. Warum er jetzt immer geschossen hat, weiß ich nicht. So, nächstes Opfer. Vielleicht haben wir ja hier ein bisschen mehr Glück. Manchmal hat man auch noch das Pech. Die Gegner sterben so schnell, dass man gar nicht zum Schuss kommt. So, hier, jetzt aber. Gib mal einen One-Shot. Naja, warum wartet er denn noch die Sekunde? Sobald der Kreis fertig ist, bam, drauf. Und da ist der nächste Panzer tot, T-40. Oh, da ist noch ein M8A1. Und unser T-46 ist mittlerweile vorgefahren. Fahrzeug ausgeschaltet. Am Kopf. Also wenn ich die Auswahl habe zwischen zwei Fahrzeugen, dann nehme ich meistens den Jagdpanzer. Weil der Kleine, der hätte gerade noch vorwärts fahren können, dann wäre der Schuss auch wieder Verschwendung. Aber hier in dem Fall stand einfach nur doof rum. Lecker T1, was macht er denn hier? Gut vorgezielt, aber scheiß Schuss von der Kanone. So, mal gucken. Bleibt der stehen hinterm Felsen? Vielleicht so, dass man... Na, noch ein bisschen vorzählen, so einen halben Panzer. Na, noch mehr, ja. Das ist noch zu nah dran. Der Schuss braucht ja auch so seine Sekunde, bis er da ist. Oh Gott, kommt das nächste Opfer. Was machen die denn alle hier? Gibt es da unten gratis Benzin oder so? Oder gratis Skill vielmehr. Na, jetzt hat er mal getroffen. Oh, Motor getroffen. Man hat gesehen, wie er ausgerollt ist und stehen geblieben ist. Perfekt. So, da haben wir einen zweiten Kill. Oh nein, kleiner B1. Auch auf mega Entfernung und schön auf dem Acker in die Seite rein. Und gleich nochmal ein Kill. Den haben wir fertig gemacht. So, jetzt müssen wir bloß langsam aufpassen. Ja, er macht's schon. Wir stehen wieder vor dem Busch. Ja, so sollte man da nicht stehen. Gut, wir sind ja auch hier die Flanke, wie ich das gerade so merke. Also wenn da einer hochkommt, dann müssen wir es reißen. Oh, und hier schießt was hin. Ja genau, hab's doch richtig gehört. Also erstmal Deckung. Ja, da geht's nämlich schon los. So viel Panzerung hat er hier nicht. Und so viel Leben auch nicht. Ja, dass ich doch einfach nur hinterm Felsen fahren brauche. Klemmt er sich hier in die Ecke rein. Aber auch gut. Dann geht's halt weiter nach rüberziehen. Oh, da wird der nächste aufgeklärt und gebasht. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Ein Valentine und auch ein Suizidgefährdeter, der da vorfährt. Die wittern jetzt noch den schnellen Kill. Ich meine, viel Panzer ist da, sind da nicht mehr übrig. Vielleicht schaffen wir ja noch ein oder zwei Abschüsse. Und das ist halt mal ein sehr schönes Beispiel, wie man diesen Panzer spielen kann. Na, schöne Deckung, schön getarnt. Dieser Felsen hier ist perfekt, inklusive Busch, so dass man trotzdem noch getarnt ist während des Drüberguckens. Und da muss der Gegner schon wirklich richtig zielen. Also keine Scheu vor diesem Panzer. Wenn man ein bisschen Jagdpanzer schon gefahren ist, dann ist das eigentlich nichts Neues.
Man muss sich einfach nur dran gewöhnen. An diesem Jagdpanzermedium. So, was haben wir denn noch? Ein Churchill oder was? Was ist denn das Dickes da? Ah, genau. Der hat auch schon 3 Kills gemacht. Und er ist jetzt todesmutig und rusht hier vor. Ist auch schön flink, die Kiste. Und vor allem noch sehr wendig. Also jemand... Guckt es an. Raffiniert. Sehr gut, das war unser Richtschütze. Der eine von 2. Ich glaube, das ist auch einer der wenigen Panzer, der überhaupt 2 hat. Wenn nicht sogar der einzige. Kann das sein? Oder gibt es noch irgendeine Nation, der da einen zweiten drin hat? Oh, hier wieder so ein Felsen. Ja, genau, nimm den doch. Oder du fährst rückwärts. Bloß rückwärts ist natürlich gefährlich. Hm, warum auch immer jetzt so? Hat das Sinn? Ne, irgendwie nicht. Dann wieder fährt er jetzt rückwärts, sodass er drüber schielen kann. Oder fährt er an die Seite? Optimal wäre natürlich die Seite. Er nimmt es auch so. So, oh, was macht er denn? Mit der Rückseite zum Gegner, das ist gut. Wirkungstreffer. Na, hier merkt man schon die Nebenwirkung von dem einen Richtschützen. Na, er bleibt in Deckung, weil viel Leben hat er nicht. Na, der ging daneben. Der Churchill will es echt wissen. Wir oder er? Aber jetzt müsste man eigentlich wieder unsichtbar sein. Ja, diese Felsen, die klemmen mal ganz schön. Das ist immer nervig zu dem Physics-Patch. Dass man ganz gern mal stehen bleibt. Oder hängen bleibt. So, ein Treffer und dann ist er weg. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ja, ein schöner Endschuss. Danke dafür. So, zum Ende noch ein Screenshot. Wer da fragt, was das hier für eine bunte Sache ist da an der Seite mit dem Chat da, der alles verdeckt. Sieg in Blau und Grün und so weiter. Das ist auch ein kleiner Mod, den man installieren kann, damit es ein bisschen hübscher und bunter aussieht. Habe ich in der Videobeschreibung den Namen gepostet, wie das Teil heißt. Gibt es aber vermutlich ganz viele, wo das mit dabei ist. Okay, dann bis zum nächsten Gefecht. Bye, bye.